Wo bist du? Nein! Wir haben's. Scheiße, wir können uns töten. Wir können uns töten. Ja, okay, sorry. Ja. Hammer! Ah, nein! Was war auf hier? Zack, McFly. Unsere letzte Hoffnung stirbt. Das musst du herausfinden. Schon lange vor dir gab es jemanden, der versuchte, den Bestien, die uns schon seit Generationen heimsuchen, ein Ende zu setzen. Der Drache mag tot sein, aber ich befürchte, dass aus seiner Asche eine neue Bestie erwacht ist. Du wirst um jeden Schritt kämpfen. Du musst den Turm erreichen und herausfinden, was mit unserem Krieger geschehen ist. Stelle dich dem, was darin lauert. Krasse Welle! Jetzt ist er der Tag! Ja, ne? Wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, wird eine neue geboren. Bis zu unserem letzten Atemzug. Hätte ich das gewusst, hätte ich den ein bisschen mehr zu einem Beachboy gemacht. Zu einem Beachboy, ja. So ein geiles Hawaii-Hemd oder so. Beachboy. Beachboyer? Beachboy. Ich hab Boy gesagt. Boy, Boy, Boy. Ich dachte, du hast einen Beach Speyer gesagt. Ein Beach Speyer, das wäre auch geil. So ein Hawaii-Hemd und Lederhose. Und so ein Filzhut. Und so ein Filzhut. Und dann steht er am Surfbrett und reitet so eine krasse Welle. Check die Story nicht. Also, ich hab's auch nicht gecheckt. Warum bekämpfen wir nicht den Drachen? Das ist ja schon mal gut. Ja, ne? Aber der ist ja schon irgendwie gefallen, der Drache. Genau. Und jetzt scheint er aber da irgendwas noch mal erwacht zu sein aus seiner Asche. Das Tutorial muss abgeschlossen werden, um einer Sitzung beizutreten. Alles klar, wir müssen beide das Tutorial machen. Ja, das ist immer. Was ist? Irgendwie bewegt er sich komisch. Oh, falsches Pad, sorry. Ich komme sofort wieder. Oh, okay, er macht dann so einen Stich nach dem Rollen. Nee. Ah, dann sprint ihn, okay. Geil, rollt sich so cool rüber. Oh, das war eine Falle. Nein, Mist. Das ist doch richtig, oder? Okay. Alter. Der brüllt mich an! Das ist doch Carol aus Walking Dead. Ja, die machen schon gut Damage, die Dinger, ne? Ich wurde nicht einmal erwischt. Ich bin zu krass ausgewichen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ehrlich gesagt, hab ich schon gut aufs Maul bekommen. Ich hätte gerne einen Trank. Mach langsam. Dich hat es schlimm erwischt. Du willst doch nicht wieder zu bluten anfangen, oder? Was? In Station 13. Ich weiß, das Gefühl, das läuft nicht so ganz flüssig. Im Gegensatz zu da draußen. Ich bin Wallace. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nach dir sehen. Schwer zuzugucken manchmal. Bisschen behäbig, ja. Ja, Kommando fort. Oh, ja auch. Kommando Ford und Mr. Wiggler haben dich draußen gefunden. Sie haben dich reingeschleppt. Und sie sagten, dass Mark nicht zurückkommen wird. Ist mir egal. Also er war... Ach, egal. Sag ich doch, ist egal. Der Kommando hat gesagt, du sollst bei ihr vorbeikommen, wenn du aufwachst. Sie ist im Zimmer am Ende vom Gang. Sie findet dir schon ein Plätzchen. Keine Angst. Bis später. Beweg deinen Mund. Das ist ja schrecklich hier, dieser kleine Junge. Einfach seinen Mund kaum bewegt.
Ist das immer noch Tutorial? Ach du Scheiße, ja, ich schließe... Nee, ich guck grad das Video, ne, diese Zwischensequenz. Ja. Ich schließe doch nicht hier das ganze Buch jetzt. Ja, ich bin glaube ich schon in dem Lager von uns. Sieh mal einer an. Sie sind wach. Ich hatte sie schon für tot gehalten. Riggs und ich konnten sie gerade noch retten. Boah, die Synchro ist schlimm. Wo ist mein Schwert? Unten bei Riggs. Wenn alles gut verläuft, bekommen sie es zurück. Ich bin Commander Ford. Das ist meine Basis und Sie sind ein unerwarteter Gast. Es ist meine Aufgabe zu wissen, welche Sorte Mensch ich hier aufnehme. Wir haben seit Wochen keine Lebenden am Ufer gesehen. Sie sagen mir jetzt, warum Sie wirklich da draußen waren. Oder... Wir überlassen sie der Saat. Was? Ich muss Ihnen gar nichts erzählen. Sie wirklich so mit mir umgehen? Wir tolerieren mysteriöse Fremde hier nicht allzu lange. In Wahrheit ist die Station von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem wir sie hereingebracht haben, mussten wir die Tore verbarrikadieren. Die Saat ist überall. Aber jetzt, da sie hier sind... Was ist los? Habe ich... Dieser scheiß Junge, ey, der ist eigentlich mit creepy auch. Ja, sie wollen der bewegt seinen Mund kaum, oder? Dann erledigen sie etwas für uns. Ja. Das haben die irgendwie alle leider. So wie ich das sehe, wären sie jetzt tot, wenn wir ihnen nicht geholfen hätten. Ja, vielleicht wäre mir das lieber gewesen. Chance, sich zu revanchieren. Und vielleicht... Oh, Mark, du warst erbrochen. Zuallererst brauchen wir Strom. Mark mit K. Unser Reaktor wurde durch den Sturm deaktiviert. Mit genügend Strom können wir vielleicht einen... Der Reaktor befindet sich auf der unteren Ebene. Ja. Ihn zum Laufen und nichts leichter als das. Seien Sie vorsichtig. Wir haben dort unten vor einigen Tagen... Aber da muss ja der Junge, der die, Synchronisierung gemacht hat, einfach voll schlecht da drin sein, oder? Fäuste werden gegen die Saat nicht ausreichen. Ja, sind einfach schlampig draufgehauen oder so. Helfe ich Ihnen hier raus. Oh, was denn hier? Okay. Ich muss zum Reaktor auf. Natürlich. Wo verdammt nochmal kommst du denn her? Mit Riggs habe ich schon geredet, der meinte auch, ich muss runter. Hier unten läuft sonst niemand rum. Ja, viel Spaß am Suchen. Du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Ich heiße Ace. Hast du es jetzt? Cotterell. Und du? Oder suchst du noch? Nee, ich bin gerade runtergekommen. Vielleicht habe ich mich auch dumm angestellt. Ich suche nach meinem Freund Les. Er sagte, er würde hier unten ein paar Dinge reparieren. Das ist nun schon Tage her. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Alle anderen haben ihn abgeschrieben, aber ich nicht. Ach, für dich. Vielleicht ist er... Ich habe hier mit so einem Typen gesprochen, der hat mir doch gesagt, wo der ist, der Reaktor. Ja? Ja, krass. Also, ja, durch den habe ich das auch gefunden, aber ich habe halt keinen angequatscht. Also ich habe voll lange gebraucht, um da mal drauf zu kommen. Der Reaktor ist doch hier. Vielleicht. Wenn ich so drüber nachdenke, hat er das wohl vor. Ich bin mir sicher, dass er irgendwo die Lage erstmal... Sprichst du auch schon mit dem Mittel? Der taucht schon wieder auf. Hast du jemals einen Reaktor gestartet? Das kann nicht schwer sein. Du dachtest also, du gehst erstmal runter und improvisierst dann? Aber du hast Glück. Man muss einfach nur einen Knopf am Terminal drücken. Es liegt über uns. Ich hätte mich ja selbst drum gekümmert, aber ich weiß nicht, was sich hier herumtreibt. Zu zweit haben wir vielleicht eine Chance. Also, ich hätte da eine Idee. Du gehst hoch und startest den Reaktor und ich helfe dir, die Monster loszuwerden. Du brauchst sicher eine Waffe, oder? Ja. Mal sehen, was ich für dich habe.
Irgendwas zum Schnetzel. Oh, jetzt kann man den Typ auswählen. Jäger, Exkultist oder Plünderer? Ah, da bin ich jetzt auch. Da können wir uns ja schon mal so ein bisschen absprechen, oder? Ich bin ja eigentlich eher der Dark Souls-Spieler, also eigentlich ist bei mir Nahkampf und Schlink am besten. Der Exkultist ist schon am geilsten irgendwie. Aber wir sollten echt verschiedene nehmen. Dann spiel du den. Ja, ich glaube, der Plünderer ist auch schon eigentlich ganz cool. Der ballert übel. Dann nehme ich den Plünderer. Das sollte unsere Chancen verbessern. Okay. Geh hoch und aktiviere den Reaktor. Oh, ich dachte, ich bekomme jetzt die krasse Ausrüstung alles. Ausrüstung, okay. Ah, da gibt es auch so Mods oder so. Waffenmods? Das ist doch keine Tunika. Geh hoch und aktiviere den Reaktor. Okay, Reaktor aktivieren. X? Okay. Ich stand dafür, da stand, dass man Leertaste drücken soll. Wow. Hab ich nicht. Ja, ich war auch ganz ehrlich. Oh, es sind übel viele Fehler, die man sich durchlesen. Das ist voller Scheiß, Mann. Ich mach den Scheiß an jetzt. Ich hau den an. Alles klar, wir bekommen Besuch. Ah, das ist ja die Ratte. Boah! One-Shot. Abladen, okay. Ja, ich bin auch irgendwie voll stark. Sekundäre Munition. Es hat geklappt! Wie? Ich hab's geschafft. Sie sagt, ich hab's geschafft. Ich hab viel mehr gekillt als sie. Ja, jetzt lassen wir es so aus, als wenn die... Ah, ne, guck. Okay. Ich hab die gerettet. Dich auch. Nee, ich finde nicht, dass wir ein gutes Team sind. Lieber mit dem Tag spielen. Kämpfen. Ich hab's geschafft. Und zudem deinen Hintern gerettet. Hey, mach dir nichts draus. Wir leben und haben wieder Strom. Es geht aufwärts. Du solltest dich beim Commander melden. Komm ich mal in meinem Laden besuchen, klar? Du bekommst dann auch den Kann-Hilfe-Brauchen-Rabatt. Zum Glück funktioniert das Licht wieder. Du riskierst sogar schön. Warum siehst du aus wie, wie heißt er, Lando Calrissian? Ein bisschen schon. Wo sieht man denn mein Drachenherz? Ach, da! Drachenherz, meine Mission ist das Risiko wert! Das auch schon. Der Computer ist an. Ich kann da nichts machen. Ah, hier, ein Schlüssel. Den Schlüssel kann ich reinstecken. Machen wir mal. Aha. Was geht ab? Okay. Wieso? Warum? Was ist das? Keine Ahnung, das ist irgendwie eine große Rune, ne? Ich hatte zuvor nur darüber gelesen und es nie selbst gesehen. Das stand doch die ganze Zeit da! Dieses rote Auge ist jetzt womöglich unser einziges Tor in der Welt da draußen. Sie wollen hier raus? Das ist ihre Chance. Oh, wo bist du denn? Du bist beigetreten. Ich läd noch. Achso. Ruhig, ruhig. Uhu, es geht! Wo bist du? Nein! Wir haben. Scheiße, wir können uns töten. Wir können uns töten! Ja, okay, sorry. Ja. Hammer! Ah, nein! Was braucht ihr? Ah,
Ah, guck mal, Nahkampf macht keinen Schaden. Warte mal, was macht der, wenn ich sprinte? Okay. Das Schwert war geiler. Ja, hast du in deinem Inventar den Rucksack geöffnet? Okay. Ah, ich kann den einfach öffnen, oder was? Überlebenskit? Genau, und dann kriegst du die ganzen Sachen da raus. Ah, chillig, Brudi. Naja. Und das da unten? Munitionskiste, noch Verbände, so eine Öllampe. Ah. Ich hatte den Effekt verseucht. Verband, stoppt Blutung. Oh. Do you believe Lord of the Love? Das ist ausgesprochen dämlich und kindisch. Wir müssen den Kristall anfassen. Okay, sorry. Inik, der Atrusian löschte das. Ich fasse ihn hier an. Oh nein. I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough. Verpasst du mir Blowjob oder was geht ab? Ja, du willst nicht, du gehst weg. Nee, dann hab ich keinen Bock. Ja, ich bin schüchtern. So, okay, wir sind da. Sprinten verbraucht übrigens auch Ausdauer. Mhm. Aber dann ist man. Ich kann dein Leben sehen. So langsam. So, lass mal kurz gucken, ob der Loot geteilt wird, ob der auch liegen bleibt. Ich nehme mal das Grüne kurz. Ja. Und dann guck mal, ob. Oh, es ist weg. Es ist weg, ja? Okay. Wir nehmen, was ist das Rote? Magnetkarte. Ha! Was hast du genommen? So ein Brief oder so. Ich liege im Sterben. Hä? Bei mir was steht denn? Da. Abonniert den Tag. Was für ein Zufall. Wow! Das ist. Die haben dich dann mit ins Spiel eingebaut. Haben das, was? Das sieht so komisch aus. Du bist mit dem Gesicht einfach direkt vor diesem Brief, um den lesen zu können. Hier. Ja, ich geh mal weiter, ne? Ich habe jetzt den Zag abonniert und dann geht's weiter. Sehr gut. Oh, guck mal, da hinten wartet schon. Oh! Ja, ein für jeden von uns. Wer redet da? Sehr geil. Bin ich das? Hab ich geredet? Ich glaube, das warst du, ja. Das zieht ja gar nichts ab. Billig. Ich frag mich, wie sich das mit der Muni verhält. Ob das schnell weg ist oder. Also bei der Munitionskiste stand auf jeden Fall, dass sie selten ist. Ah, Lu. Zieht gar nichts ab, ne? Ich muss schnell zählen. Ja, du bist halt, musst halt in Nahkampf, ne? Ich habe übrigens gerade schon gesehen, hier liegt auch Loot rum manchmal. Also man kann hier so Eisen einsammeln. Ja, das ist ja dann weg. Mal gucken, in der Gasse zum Beispiel. Guck mal hier. Hier links. Ich nehme mal das hier. Ist das für dich dann auch weg? Pass auf, das ist ja Eisen. Ja, ist weg. Ah, ich habe es aber auch erhalten. Ein Eisen. Okay. Ein Eisen, ja. Okay, dann das ist gut. Das kann ich auch machen. Weil sonst wäre echt scheiße. Dann können wir einfach wirklich jetzt hier alles schön mal unterlinken. Und ballern. Hä? Oh. Erhöht die Mod-Aufbaurate, die Rate der erhaltenen Erfahrung und verringert den erhaltenen Schaden in der Nähe von Teammitgliedern. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das mit der Erfahrung ist aber vielleicht auch nicht verkehrt am Anfang. Alter, ja, dann machen wir dann mache ich glaube ich echt Teamwork hier. Ich habe Teamwork gemacht. Boah, der ist ja stark. Wo bist du denn hin? Irgendwo unten, ja. Ach, da bist du runtergedroppt oder was? Stoppe. Wo sind die denn? Die teleportieren sich hin und her. Naja, das sind diese Dicken, ne? Die halten gut aus. Ja, den da hier. Nein! Hau nicht ab. Boah, also das ist der linke ist relativ low. Bam! Hammer! Ja, nice.
Gut. Kommst du denn her? Die zieht ab, das ist ja krass. Okay. Die nehmen viel ab? Oh, na das lief mies. Warum nehme ich das zu? Du hast gesagt, oh, na das lief mies. Ja, das lief auch mies. Guck mal, wie viel Leben ich hier habe. Hallo. Oh, man kann sliden, hast du es gesehen? Ah, okay. Nicht schlecht. Kann natürlich auch echt versuchen, hinter Deckung zu gehen. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir lang gelaufen sind. Der sah echt gefährlich aus. Da kommt er. Ach du Scheiße. Oha! Oh, was willst du noch hier? Komm her, Junge! Boah, ausgewichen. Jetzt schiebst du auf Maul, Junge. Sehr schön. Jo, voll Assi. Achtung, das spawnt direkt welche. Ah! Ein Weißer. Oh, ich bin tot, Alter. Kannst du mich aufheben? Hinter dir ist einer. Mehrere sogar. Du hast noch ein bisschen Zeit, mich aufzuheben. Mach dir erstmal Platz. Wenn das geht. Ich hab dir, glaube ich, irgendwas gegeben. Kommst du nicht wieder? Nee, du musst nochmal. Ich glaube, du musst länger drücken. Ah. Oh, weißt du was? Hast du das Herz verloren? Das kostet mein Herz. Ah, okay. Ja, da muss ich gleich ein bisschen besser aufpassen. Da müssen wir aufpassen, ja. Das ging jetzt doch ganz schön fix hier. Und ja, dann, ich glaube, wir können hier durch, ne, zu den, um da hinzukommen. Ja. Und dann zum selber heilen wahrscheinlich dann doch eher erstmal die anderen Sachen nutzen, ne? Wir müssen zur U-Bahn. Wir müssen in die alte Kirche auf der anderen Seite der U-Bahn. Checkpoint! Ja, guck mal, wir haben einen Checkpoint. Stell mich mal kurz hier hin. Warte auf restliche Spieler. Wir müssen uns beide dran setzen, ne? Und jetzt? Speichert der oder was? Der heilt uns und die Herzen. Ah, und Munition. Ach, und Munition. Ah. Wer spielt mit dem Beleben? Das ausruhen zu dem. Ah, okay. Man kann auch wieder rein. Ja, chillig, okay. Dann, ja, let's go. Was ist das? Hier stinkt's. Ah, du stinkst. Ich? Nee. Ich glaub schon. Ich glaube nicht. Ach so. Ich kann die Munition nicht aufheben, weil ich voll hab. So, hier hoch. Ey! Oh. Bam! In die Fresse. Oh. Kurz checken. Ja. Also U-Bahn war jetzt auf jeden Fall unser Ziel, ne? Ja genau, wir müssen zu der Kirche und die wird dann auf. Schisch. Was? Das sind so kleine Ninjas. Oh Mann, sind das viele! Ist nicht so einfach, das Schlagen zu steuern, finde ich. Ich knall einfach drauf. Was ist das? Boah, das kann man nämlich kaputt machen. Wir lassen uns schreien. Phantom, du hast ein Phantom gerufen. Warum machst du sowas? Das war natürlich nicht meine Absicht. Und vor allem, wo ist das? Ah! Ah, mein Hammer ist so kurz. Ist das Phantom? Das wird sein. Wow! Ach du Scheiße! Oh, wow! Ich bin fast tot! Ja. Ich muss mehr tun. Ich mach mal meine Fähigkeit. Tot. Oh nein. Ich habe auch meine Fähigkeit versucht. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat oder nicht. Oh! Oh, was geht? Ach du Scheiße. Boah, sind das viele. Geh zum Checkpoint. Oh, ja, ich wollte gerade, aber... Ja. Jesus, auf einmal übel schwer. Wenn es jetzt nicht nochmal wiederkommt. Was war das für ein Geräusch? Ich hab keine Ahnung.
Da kommt es doch, da kommt da wieder was Fettes. Da ist er, da ist er. Schieß in die Knie. Ich versuche auf die andere Seite. In die Knie. Jawohl, fertig. Ja. Was ist das? Ja, man muss ja halt wirklich hin und her. Hinter dir! Hinter dir! Du bist ein bisschen low. Ja, komm doch, sagt er wieder. Fast am Sterben. Machst du klar? Scheiße. Ich brauche für die Sekundärwaffe Munition. Alter, was ist das? Was tust du da mit denen? Ich bin verseucht. Dann heil dich. Ja, ich muss hier dieses Öl nehmen. Okay. Hä, wieso bin ich immer noch verseucht? Das ist Öl. Ah, nee, das hier. Ah, jetzt bin ich wieder verseucht. Ich kann hier leider gerade nicht durch. Ah, was war das, Mann? Ja, das ist ein Bogenschütze oder sowas, ne? Der hat so krasse Dinger geschossen. Da gibt's, glaube ich. Ist da auch noch was? Ja, ne? Boah, da ist irgendwas Böses, oder? Mhm. Oh! Alter, der zieht übel viel ab! Feuermunition! Und weg, 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 weg. Ich mach hier den Heilerkreis. Nice. Schön die Heilung. Boah, guck mal, mein Leben, siehst du das? Die ist ja voll geil, die Heilung. Krass. Übel. Was hat er fallen lassen? Irgendwas Spezielles, oder? Blumenkristall. Blumenkristall, das haben bis jetzt alle Dicken fallen lassen. Hm. Also alle etwas größere Gegner. Okay. Die Heilung ist auf jeden Fall mega stark. Die ist echt super stark. Wie schnell füllt sich dein Mod? Kann ich auch nicht einschätzen, keine Ahnung. Eigentlich sollte ich jeden wirklich auch versuchen immer zu machen, bevor wir Heilung nehmen, ne? Weil das füllt sich ja immer wieder auch. Ja, stimmt. Checkpoint. Ist das jetzt... Können wir leveln? Irgendwie kommen wir zurück zu diesem Typen? Ja, ist eine gute Frage eigentlich. Der hat super viel Eisen aufgesammelt, oder? Ja, eigentlich müsste das gehen. Schau mal nach. Machen wir jetzt, oder? Ah, hier steht auch sogar, du verfügst über ausreichend Ressourcen. Die haben super gerne taffe Gegner. Taffe Gegner, die sind richtig taff. Richtig taff. Ja, gehen wir zu Rix, ne? Einmal zu Rix, Station 13. So, ich würde sagen, dann mach ich mal kurz Cut hier. Wir leveln. Ja. Und dann geht es weiter. Dann geht's weiter!